Hey Leute, willkommen zurück zu Chrono Cross. Wir sollen wieder in unsere Heimatstadt zurück. Martin Lenna, hier warst du also. Warum hast du uns einfach allein gelassen? Du bist allein zurück ins Dorf gelaufen. Zurückgelaufen allein? Wovon redest du denn, Poshul? Und wer bist du? Hä? Sind wir uns schon mal begegnet? Bist du aus Termina? Poshul, aber... Lenna, was ist denn das für eine Frage? Hey, ja, du. Hey, ja, du. Hände weg von unserer Lenna, du Heini. Seid nicht albern. Wehe, schwimmt zu weit raus. Habt ihr gehört? Okay, alles klar. Was ist denn jetzt los? Amnesie? Na klar, jedes JRPG hat irgendein Amnesie-Blatt. Kinder, nichts als Flausen im Kopf. Dachte sie gar nicht. Weißt du, du siehst dem Jungen, der früher neben mir gewohnt hat, ziemlich ähnlich. Wie hieß er? Wieso? Wozu willst du seinen Namen wissen? Dieser Junge ist gestorben. Er ertrank, als er noch ganz klein war. Das ist jetzt 10 Jahre her. War das diese Vision mit der Welle? Bald darauf starb seine Mutter. Ich war damals selbst noch klein und erinnere mich nicht genau, aber meine Mutter sagte, sein Name war... Serge. Ich bin Serge. Du willst Serge sein? Hör auf damit, das ist nicht witzig. Der Junge ist tot, verstehst du nicht? Dieser Junge, ich habe ihn wirklich gemocht. Ich frage mich, was wohl aus uns geworden wäre, wenn er überlebt hätte. Komisch. Wieso erzähle ich dir überhaupt so etwas Persönliches? Warum erzähle ich dir sowas überhaupt? Nun, ich schätze, es bringt nichts, über die Vergangenheit nachzudenken. Davon kommt Serge auch nicht wieder. Mama sagt mir immer, dass ich den Verstorbenen nicht nachtrauen soll. Sein Grab ist oben am Cap Bay. Versuch es doch einfach. Es hat dort sowieso lange nicht mehr nach den Rechten gesehen. Ich habe hier noch ein bisschen zu tun. Entschuldige, dass ich dich so angefahren habe. Auf Wiedersehen, Fremder. Okay, krass. Erinnerst du dich wenigstens an mich? Ich habe bei dir eingekauft. Wasserstrahl könnten wir theoretisch kaufen. Machen wir auch, komm. Kostet nicht so viel. Na, Vorsicht. Aber wir können es herstellen. Knochendolch. Dafür brauchen wir einen Panzer. Das können wir nicht mehr ausrüsten. Können wir es dann herstellen, wenn wir es nicht mal ausrüsten können? Ach, wir können jetzt zwei da ausrüsten, oder wie? Ja. Ja, genau, weil wir das Level up hatten. Aber jetzt warte mal, hey, wieso kann... Ah! Wieso kann ich denn nicht auf die blauen Sachen oder sowas wechseln?
Ach so, geht das. Okay, doch, doch, doch. Alles gut. Ja, dann machen wir den Wasserstrahl rein. Okay. Wir haben keinen Feuerball mehr, ne? Deswegen. Okay, ich werde mir kurz nochmal einen kaufen. So, wir sollen. Ja, gut, ich werde schon wieder wissen. Oh, ich habe Zeitlupe angehabt. Ich habe mich gerade schon gefragt, warum laufe ich so langsam. Ah, das sind die blöden Schultertasten. Drücke ich manchmal auch versehen. Nee, versehen stoßt halt mir nicht hin. Göttliche Drachenhöhle auch nicht. Ich glaube, hier müssen. Nee, auch nicht, ne? Nee, Quatsch, das war da oben. Das war hier. Da wo auch das. Da wo das doch dran stand, von wegen Lena und Serge für immer. Ich sah jetzt Grab. Okay, krass, wie das hier aussieht. Übrigens habe ich mir jetzt auch überlegt, die Kämpfe tatsächlich vorzuspulen, denn wir brauchen so viel Zeit mit den Kämpfen. Das ist lächerlich. Nein, kein Limit. Aber nur für normale Kämpfe, also wenn Bosskämpfe oder sowas kommen, dann werde ich das natürlich nicht verschnellern. Ist auch nicht sinnvoll. Aber so kommen wir halt viel schneller voran, wisst ihr. Nein, ich möchte die Provinz heilen. Ich möchte kein Item verschwenden daran, weil ich 5 Schaden genommen habe. Manchmal lohnt es halt wirklich einfach die starken Angriffe zu probieren, weil manchmal treffen die ja auch, also nicht immer. Stromstoß. Gelb haben wir noch nicht mal. Ach doch, wir können das theoretisch austauschen. Ja, komm, machen wir mal, weil Ding. Ich glaube. Er hat doch sowieso gerade die Heilung da doch drin, oder? Ne, er hat gar nichts da drin, er macht die Heilung rein. So, dann machen wir das so. Dass wir einen haben, wo heilt und einen haben, wo angreift mit den Elementen. Ich weiß halt immer noch nicht, was die Knochen bringen. Das siehst du halt auch nicht im Inventar, die Sachen. Ja, es ist das Grab, ja. Scheiße. Auf dem Grab steht ja was geschrieben. Hier ruht unser geliebter Serge, verstorben im Alter von 7 Jahren. Nun kann ihm nichts mehr genommen werden. Nun kann ihm nichts mehr gegeben werden. Was aus dem Meer geboren wurde, ist ins Meer zurückgekehrt. Du bist also der Geist des jungen Serge, der vor 10 Jahren gestorben ist. Hund. Keine Bewegung. Tut mir leid, Junior. Für deine Anhängsel haben wir keine Verwendung. Wir brauchen nur dich. Sei ein braver Junge und komm mit. Aber Sir Kash, meint ihr, es ist wahrhaftig wahr, dass der Junge ein Geist ist? Auf mich macht er einen völlig normalen Eindruck. Ist mir egal. Wir haben den Jungen hier gefunden. Genau wie er es vorher gesagt hat, oder etwa nicht.
Und jetzt greift ihn euch. Immer langsam mit den Jungen. Irgendwas. Ja, zum... Aus dem Weg, du Girl, oder willst du das mit... Oder willst du, dass wir dir wehtun? Ich glaube, ihr seid diejenigen, die uns aus dem Weg gehen sollten. Bei dir sind wohl Pfeffer und Salz verloren. Ist dir klar, mit wem du es zu tun hast, junge Dame? Das reicht. Hör zu, Junior. Wir haben Befehle, dich mitzunehmen. Wir wollen dir nicht wehtun. Komm einfach mit. Sonst wirst du dich mit meiner Axt unterhalten müssen. Oh Mann, haltet endlich den Rand und zieht Leine. Sonst drehe ich euch so in den Hintern, dass ihr bis zu den Monden hochfliegt. Na schön, ihr lasst uns keine andere Wahl. Das ist zu bereuen, Kleine. Mädchen. Die kennen wir doch aus am Anfang, oder nicht? Sie hat Feuerball, aber es könnte nur... Oder es war Feuerball plus 2 nicht eigentlich sogar stärker? So, es ist natürlich das Naturelle, was die Elementfarbe betrifft, ist weiß. Okay, das war geklärt. Schnell greife mit einem Element des gegenteiligen Attributs an. Schwarz. Das ist höchst unglücklich. Ich habe kein einziges dabei, Sir. Du Stümper. Du sollst immer Element jeder Farbe dabei haben. Was mit dir da drüben? Ich bitte vielmals um Verzeihung, Sir, aber ich brauche keins dabei. Wir werden euch den Vortritt lassen müssen, Sir Cash. Ach, nutzlose Idioten. Echte Männer brauchen sowieso keine Magie, wenn sie auch schon stark genug zum Kämpfen sind. Ernsthaft jetzt? We'll be right back.
Neue Stufe erreicht. Yeah. Muss ich aber gerade mal was gucken, weil ich glaube, die Szene habe ich schon mal gesehen und da muss man irgendwas machen, um einen Charakter freizuschalten. Ich entschuldige mich mal kurz. Aber ja, doch, Bosskämpfe bekommt man anscheinend immer ein Level up, was ziemlich cool ist. Aber das Mädchen ist doch diese Kid oder irgendwie nicht. Wie hieß die? Kid? Die wir auch ganz aus dem Anfang kennen. Oh, Knochenschwert. Zerkasch. Langsam wird es Zeit, dass wir uns verkrümmeln, sonst werden wir durch die Mühle gedreht. Das sind keine gewöhnlichen Berger, mit denen wir es zu tun haben. Verdammte Feiglinge. Was dich angeht, du Gör, wir werden das hier nicht vergessen. Oh, mir zittern schon die Knie. Mit denen nehme ich sehr Zeit auf. Oder glaubst du, ich werde je gegen Abschaum wie dich verlieren? Ha! Alles noch dran, Kumpel? Serge, so heißt du doch, oder? Ach, ich heiße Kid. Du bist Kid, oder? Ja, ich wusste es. Ich bin Kid, freut mich. Und jetzt entschuldigt mich, aber man muss da nämlich eine Entscheidung treffen. Ich konnte nicht mit ansehen, wie diese Trolle auf dich losgegangen sind. Sowas kotzt mich einfach an. Wenn es nach mir ging, hätte ich denen gern noch ein bisschen die Fresse poliert. Aber was wollten diese Vögel eigentlich von dir? Hey, du meinst, du hättest die vorher noch nie gesehen? Kapier ich nicht, aber gut, was soll's. Hey Serge, wie wär's, wenn wir beide uns zusammentäten? Ich meine, diese Saftnase Karsch lässt dich garantiert nicht so ohne weiteres in Frieden. Außerdem bin ich zum ersten Mal auf diesen Inseln und wenn man alleine rumreist, ist man so, nah allein. Also, was sagst du, Serge? Wer weiß, vielleicht ist es ja Schicksal, dass wir uns über den Weg gelaufen sind. Jetzt Vorsicht, ne? Jetzt würde man natürlich sagen, so, hä, warum denn ablehnen? Und ja, würde ich auch normalerweise nie machen. Aber. Das musst du machen, um einen Secret-Charakter freizuschalten. Wenn du gemeinsam weiterreist, kannst du den Charakter nicht freischalten. Und deswegen. Und ich glaube, die werden wir sowieso später irgendwann bekommen, oder? Die Kid, weil die ist ja eigentlich ein wichtiger Charakter, glaube ich sogar. Moment mal. Hast du gerade einem einsamen, wehrlosen, süßen kleinen Mädchen... Was für wehrlos? Du hattest bessere Energie, bessere Elemente als ich. Süßen kleinen Mädchen die Gesellschaft verweigert? Das ist natürlich hart, ja, aber das muss man nicht machen, aber der Charakter ist auch einer der besten, deswegen würde ich die haben. Bist du dir da ganz sicher, Kumpel? Dir ist klar, dass du das früher oder später bereuen wirst, oder? Na, dann mach doch, was du willst. Ich bin auf dem Weg nach Norden, in eine Stadt namens Termina. Es wird bald dunkel. Du solltest dir ein Plätzchen zum Schlafen suchen. Wir wollen ja nicht, dass die Hellcrans dich fressen. Also dann tschüss. Ja gut, wenn wir nach Termina gehen, bekommen wir sie wahrscheinlich doch als Charakter. So. Weil es gibt so viele, es gibt 14 Charaktere im Spiel und voll viele sind optional. Zum Beispiel Porschul ist auch optional. Den kannst du auch, also sie kannst du auch verpassen. Das war ja fürchterlich, so behandelt man doch kein Tier.
Ich meine, du siehst gruselig aus. Warum habe ich denn jetzt so ein Ding hier? Aufgestanden, ein neuer Tag ist da. Erinnerst du dich jetzt wieder? Ich bin froh, dass ich dich hier gefunden habe. Du heißt also Sir. Achso, nee. Es fühlt sich seltsam an, dich so zu nennen. Ich dachte, sie kann sich wieder erinnern. Weißt du, ich habe mir überlegt. Vielleicht hattest du ja einen Unfall und hast dir dabei den Kopf gestoßen. Das könnte erklären, wieso deine Erinnerungen so durcheinander geraten sind. Du bist in Wirklichkeit jemand anderes und denkst nur, du wärst der Serge, der vor 10 Jahren gestorben ist. Ich will dir helfen, ich kann dich nicht einfach im Stich lassen. Und du scheinst auch gar kein schlechter Kerl zu sein. Du willst von hier aus nach Termina, stimmt's? Dann lass mich mitkommen. Ich wollte dort sowieso ein paar Erledigungen machen. Und wenn ich ehrlich sein soll, irgendwie kommt es mir so vor, als würden wir uns schon ewig kennen. Klingt komisch, was? Das hätten wir also. Wollen wir aufbrechen? Genau, wenn man Kit das Angebot angenommen hätte, wäre Lena nicht der Gruppe beigetreten. Das ist tatsächlich ziemlich seltsam. So, Lena. Und ich habe auch gelesen, sie ist einer der besten Charaktere, deswegen, ja, lohnt sich. Also dann, gehen wir nach Termina. Volle Kraft voraus. So, Moment. Achso, Kupferlupe. Treffer steigert. Bei Grün können wir jetzt auch was Zweites ausrüsten, okay. Gut zu wissen. Ah ne, man kann auch einfach da unten war. Ah. Weißt du was, wir gehen kurz nochmal zum Laden. Na nur, wer zum... Was habt ihr in meinem Haus verloren? Das hier ist kein Kinderspielplatz. Ja, geht draußen spielen. Warum der ist 17? Warum Kinderspielplatz? Wer bist du denn? Das ist doch das Haus von Serge, oder? Wo ist Mama Serge? Was, wer? Marge? Wer soll das sein? Ich wohne schon seit 5 Jahren in diesem Haus. Tut mir leid, aber der Name sagt mir nichts. 5 Jahren, ist das wirklich wahr? Merkwürdig, sehr, sehr merkwürdig. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Mach einfach was, dass du verschwindest. So, Elemente.
So, jetzt muss ich gerade gucken. Warte mal, hat er auch. Ja, doch, der hat auch Wasserstrahl plus 2, ne? Ah, ich glaub's darüber. Ich weiß nicht, wie man darüber wechselt. Okay, gut, Leute, ich würde sagen, machen wir im nächsten Mal dabei Chrono Cross und ciao.